Es ist Montag und am Montag belieben die Kurse an den Aktienmärkten zumeist zu steigen. Das ist heute auch so. Der DAX mit dem besten Handelstag seit 5 Wochen. Auch an der Wall Street geht es nach oben. Allerdings etwas weniger für den Tech-Bereich, für den Nasdaq also. Aber es ist heute nicht die Impfstoffhoffnung, die gerne am Montag genommen wird. Es ist auch nicht die Stimulushoffnung, die auch sehr gerne am Montag gespielt wurde. Nein, es ist die Konjunkturhoffnung diesmal, nachdem China gute Zahlen vorgelegt hat, Kaixin Einkaufsmanager Index und in den USA der ISM-Index deutlich besser ist, ausgefallen ist als erwartet. Aber gleichwohl, Rallye hin oder Rallye her, so weit wird sich aus dem Fenster niemand lehnen, denn alle warten auf den Ausgang der US-Wahl, warten auf die Frage, wird sich schon schnell klären, wer das gewonnen hat, und warten auch auf die Antwort, ob Donald Trump diese Wahl doch gewinnen kann, entgegen aller Prognosen oder der allermeisten Prognosen, und wie diese Wahl ausgehen könnte einerseits und welche Konsequenzen dieser oder jener Wahlausgang hätte, das will ich in diesem Video kurz beleuchten. Schauen wir uns zunächst mal an, was 2016, also bei der letzten Wahl, zuvor an Prognosen der Fall war und dann das faktische Ergebnis, je nach US-Bundesstaat. Und wenn es so wäre, dass sich die Meinungsforscher genauso irren in den jeweiligen Bundesstaaten wie 2016, also dieselbe Fehlermarge hätte, dann würde Biden immer noch gewinnen. Das heißt, da hatte Biden ein bisschen mehr Luft als Clinton. Sein Vorsprung war größer oder ist größer, ist auch konstant größer eigentlich jetzt in 2020, als es der von Hillary Clinton in 2016 war. Aber es gibt ein Meinungsforschungsinstitut, das hat 2016 recht behalten mit seiner Prognose. Das ist Trafalgar Group. Die sagen, passt auf, wir haben nicht die herkömmlichen Methodiken, wie wir sozusagen solche Stimmungen berechnen, wie wir Hochrechnungen machen, wie wir Prognosen machen, sondern wir beziehen weiche Faktoren ein. Und ein entscheidender weicher Faktor ist der sogenannte schüchterne Trump-Wähler. Also derjenige, der nicht wirklich offen sagt, ja, ich wähle Trump, sondern der so ein bisschen rumdruckst oder sagt, ich weiß es nicht, oder mal gucken, jedenfalls sich nicht klar zu Donald Trump bekennt. Und wenn man das mit einbezieht, so sagt Trafalgar Group, dann wäre Donald Trump in den Swing States vorne, die teilweise andere Demoskopen ja bei Joe Biden sehen. Nämlich laut Trafalgar Square würde dann Ohio ziemlich deutlich an Donald Trump fallen. Da sind andere auch vielleicht einverstanden, die sagen, ja, Ohio dürfte diesmal an Donald Trump fallen. Florida dürfte an Donald Trump fallen. Da sehen manche ein knappes Rennen oder die meisten ein knappes Rennen. Florida muss Donald Trump gewinnen, sonst hat er ein Riesenthema, sonst ist die Wahl praktisch verloren. Aber auch in Michigan und vor allem in Pennsylvania sieht der Trafalgar Group Donald Trump vorne, eben unter Einbeziehung dieses schüchternen Trump-Wählers gewissermaßen. Die Frage ist, wird diese Prognose diesmal zutreffen? Ein entscheidender Punkt bei dieser Wahl ist nach meiner Auffassung die sich permanent verändernde Demografie in den USA mithin, also Bewegungen, Bevölkerungsbewegungen, die ethnische Zusammensetzung der Bevölkerung ändert sich. Wir haben jetzt zum Beispiel Hunderttausende, vielleicht sogar Millionen an Latinos, die wählen dürfen, weil sie vielleicht von Eltern illegal in die USA eingereist sind, in den USA geboren wurden. Damit haben sie automatisch dann ein Wahlrecht. Und da kommen jetzt viele Menschen sozusagen das erste Mal jetzt an die Urne, die tendenziell eigentlich den Demokraten zuneigen, zumindest bei den Hispanics sagt man, dass knapp 2/3 etwa auf jeden Fall die Demokraten wählen. Ausnahme sind die Kubaner, die sozusagen Realsozialismus geschädigt sind, die neigen überwiegend den Republikanern zu. Jedenfalls ist das sozusagen ein Punkt, der vielleicht so schwer zu kalkulieren ist, die große Unbekannte ist in dieser Wahl. Insgesamt muss man ja sagen, dass die Republikaner schon lange versuchen, durch die Zuschneidung von Wahlkreisen das Ergebnis für sie ein bisschen günstiger zu gestalten, um es mal vorsichtig zu formulieren. Rein demografisch sind sie sozusagen eigentlich auf dem absteigenden Ast. Das erklärt vielleicht auch, warum dieser überraschende Sieg 2016 von Trump die Republikaner so begeistert hat, dass sie jetzt so bedingungslos hinter Donald Trump stehen, fast ein Wahlverein geworden sind. Das ist wirklich überraschend, wie schnell das gegangen ist. Und wir dürfen nicht vergessen, dass eigentlich bis ins Jahr 1950 die Republikaner ja eigentlich liberal waren. Die waren der Migration oder Immigration deutlich aufgeschlossener als die US-Demokraten. Dementsprechend hat sich da was
geändert und die Attacken auf das Briefwahlsystem insgesamt sind natürlich auch ein Versuch, so ein bisschen diese demografischen Faktoren rauszunehmen, die eigentlich gegen die Republikaner sprechen. Also sozusagen möglichst wenig Wahlbeteiligung ist für die Republikaner immer ganz gut. Jetzt sehen wir aber, dass die Wahlbeteiligung extrem hoch ist. Wir haben jetzt über 95 Millionen abgegebene Stimmen. Das entspricht um und bei 70% dessen, was im Jahr 2016 insgesamt an Stimmen hereinkam. Also wenn dann noch 30% wählen morgen, und es dürften mehr sein, dann ist auf jeden Fall die Wahlbeteiligung aus 2016 schon übertroffen. Und es gibt ja die Faustregel, bei den Briefwahlen dominieren die Demokraten, dann am Wahltag in der Wahlkabine, da dominieren die Republikaner. Das macht die ganze Geschichte so schwierig, weil zum Beispiel so Swing States wie Pennsylvania und Wisconsin, die bei dieser Wahl extrem wichtig sind, erst am Wahltag dürfen überhaupt mit der Zählung beginnen, also schönes Deutsch, also jedenfalls am Wahltag dürfen sie erst mit der Zählung der Briefwahlstimmen beginnen, und das kann sich sehr, sehr lange hinziehen, sodass wir sehr, sehr lange eben nicht wissen, wer diese Wahl gewonnen hat. Jedenfalls ist normalerweise jetzt, um auf die Aktienmärkte zu kommen, eigentlich die Superphase. Für die Aktienmärkte seit 2012 gab es keinen negativen November mehr an der Wall Street. S&P 500 und Nasdaq sind sogar seit 2011 nicht mehr in einem November gefallen. Und der Dow Jones hatte zumindest zwischenzeitlich seinen besten Handelstag seit Mitte Juli. Es ging schön nach oben, dann ging es wieder ein bisschen Gewinnmitnahmen, dann wieder so ein bisschen nach oben. Man lehnt sich nicht zu weit aus in dem Fenster. Und es ist eben so, dass man dafür Gründe hat, denn die Geschichte könnte ziemlich komisch werden. Was ist denn zum Beispiel, wenn Biden knapp gewinnt? Hier eine Projektion, die einen ganz, ganz knappen Sieg von Joe Biden hier voraussieht. Wir sehen hier die Westküste demokratisch, die Ostküste, die Nordostküste demokratisch und der Norden tendenziell Richtung Nordosten demokratisch, alles andere republikanisch, würde dann immer noch reichen für Joe Biden, selbst wenn Florida verloren geht, wenn wichtige Staaten verloren gehen, die zumindest gar nicht so schlecht stehen für Joe Biden derzeit. Wenn wir uns jetzt mal, um auf diese historische Reminiszenz nochmal zurückzukommen, das Wahlergebnis aus dem Jahr 1976 anschauen, dann kann man sagen, okay, da hat sich echt was verändert. Denn damals war der Osten fast ausschließlich demokratisch, der Westen fast ausschließlich republikanisch. Also auch Kalifornien zum Beispiel war republikanisch. Das ist ja jetzt so ziemlich der sicherste Bundesstaat, den Joe Biden gewinnen wird. Überhaupt die ganze Westküste eine ziemlich sichere Bank für Joe Biden, und damals sogar noch Texas demokratisch. Da sieht man, wie sich das Ganze so ein bisschen gedreht hat inzwischen, wie sozusagen die Verschiebungen hier der Fall sind und vor allem die Demografie vielleicht eine Rolle spielt. Texas alleine, wie gesagt, ich hatte das in einem Video schon mal gesagt, hat alleine in den letzten 20 Jahren 10 Millionen Einwohner hinzubekommen, waren vorher 20, jetzt sind sie bei 30 ungefähr. Also da sieht man, was solche Bewegungen durchaus auch in Wahlergebnissen machen können. Jetzt sehen wir, dass normalerweise eben jetzt dieser Zyklus richtig gut beginnt, dass wir also jetzt nach oben gehen. Wir haben ein ziemlich typisches Muster derzeit. Wir haben jetzt Ende Oktober nochmal Schwäche gesehen, überraschenderweise. Normal ist Ende Oktober schon sehr gut für die Aktienmärkte. Jetzt sagt aber zum Beispiel Morgan Stanley, ja, das Schlimmste ist jetzt vorbei aus unserer Sicht. Wir glauben, dass jetzt die Anleiherenditen steigen. Die könnten sogar 100 Basispunkte steigen. Das ist 1%. Das ist eine Menge Holz. Und das wäre doch dann sozusagen auch für die Aktienmärkte nicht so schlecht. Das Problem sehe ich darin, dass wenn es kein klares Ergebnis gibt, also wenn nicht Joe Biden alle drei Institutionen siegen kann oder in allen drei Bereichen siegen kann, nämlich Präsidentschaft plus Abgeordnetenhaus plus Senat, dass dann der Stimulus ein bisschen kleiner wird. Das heißt, wenn zum Beispiel die Republikaner den Senat behalten, dann müssten die US-Demokraten eben mit den Republikanern über ein Stimuluspaket verhandeln. Und dieses Stimuluspaket würde dann deutlich kleiner ausfallen, als die Märkte erwarten oder auch hoffen. Die Demokraten unter Biden wollen ja mindestens 2,2 Billionen da reinpumpen an Stimulus. Die Republikaner sind da nicht so furchtbar begeistert. Also für die Märkte wäre es das Beste, vielleicht sogar einen rein demokratischen Sieg mit kompletten Sweep, also alles demokratisch, denn dann würde der Stimulus wahrscheinlich sehr, sehr groß werden. Würde Donald Trump gewinnen, dann ist es
es gleichwohl sehr, sehr wahrscheinlich, dass das Abgeordnetenhaus demokratisch bleibt. Der Senat ist umkämpft, aber Abgeordnetenhaus, diese Kammer wird mit großer Sicherheit, mit großer Wahrscheinlichkeit eben demokratisch bleiben. Dann haben wir wieder die Verhandlungen, dann wird es wieder zäh, dann wird man sich wieder nichts schenken. Also das zeigt, dass die Geschichte nicht so einfach ist, zumal, falls dann Joe Biden Präsident wird, respektive diese Wahl gewinnt als Präsidentschaftskandidat, dann ja Donald Trump noch bis zum 20. Januar amtierender US-Präsident ist, der jederzeit sein Veto gegen so ziemlich alles einlegen kann, und dann funktioniert in der Politik nicht mehr so wahnsinnig viel. Also das darf man nicht vergessen, das sind Faktoren, die erst dann eigentlich nach dem 20. Januar ein bisschen beseitigt wären. Und wir sehen hier eine Grafik, die ich für sehr wichtig halte. Ich hatte es heute Morgen im Videosblick schon angedeutet. Der S&P 500 mithin, also die Aktienmärkte, die laufen genauso wie die Inflationserwartungen. Steigen die Inflationserwartungen, steigen die Aktienmärkte. Warum ist das so? Das ist gekoppelt an den Stimulus. Denn mehr Stimulus heißt mehr Inflationserwartung. Klar, wenn richtig Geld nochmal reingepumpt wird, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass die Inflation steigt. Aber wenn das nicht passiert, dann würden die Inflationserwartungen fallen. Kommt der Stimulus also nicht in dem erhofften Ausmaß, dann würden die Inflationserwartungen fallen. Und dann dürften eben auch die Aktienmärkte fallen, dann dürften auch die Rohstoffpreise fallen. Und das ist sozusagen das, was derzeit treibend ist für die Märkte. Wir haben am Donnerstag jetzt die FED-Sitzung. Was wird die FED machen? Nach meiner Auffassung nicht viel, weil in diesem ganzen politischen Durcheinander wird man sich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, wird erstmal die Füße stillhalten und sagen, ja, wir brauchen Stimulus, ja, das ist nötig, aber man wird jetzt sozusagen keine wirklich konkreten größeren Maßnahmen ergreifen. Nach meiner Ansicht jedenfalls sehen wir, dass die Marktteilnehmer jetzt schon ein bisschen vorsichtig sind. Da haben wir viele, nämlich über 35% von größeren Kunden, von denen die UBS etwa hier berichtet, die sind jetzt in Cash gegangen. Die sagen, das Risiko ist uns zu groß, wir warten erstmal ab. Viele haben auch Sektorenpflege betrieben, sind vielleicht aus Tech raus, dazu gleich mehr. Und wir sehen, dass viele jedenfalls Protection hinzugefügt haben, also sich abgesichert haben, zum Beispiel über Put-Optionen. Das ist sehr beliebt in diesem Bereich. Also man denkt, okay, das könnte gefährlich werden. Wir haben ein massives Ansteigen von Put-Optionen jetzt im Markt, damit man sozusagen für mögliche Turbulenzen vorbereitet ist. Wenn diese Puts jedoch nicht nötig sind und vielleicht ein klares Ergebnis kommt, was alle hoffen, dann könnten die Märkte nach oben schießen. Dann müssten diese Puts eingedeckt werden. Das würde die Dynamik dann nach oben in diesem Fall noch verstärken. Und wir sehen, dass wir jetzt im Tech-Sektor nicht zufälligerweise etwas Schwäche hatten. Warum sind Aktien wie Amazon nach wie vor schwach, obwohl sie so tolle Ergebnisse gemacht haben letzte Woche? JP Morgan setzt jedenfalls sagt, okay, wir sind jetzt nicht mehr so bullisch für Technologieaktien, die werden jetzt nicht mehr Leader sein, werden jetzt nicht mehr die Märkte anführen. Und wir sehen, dass auch bei den Inflows, also praktisch bei den Zuflüssen in ETFs, die den Nasdaq respektive Tech-Aktien abbilden, ziemlich viel Schwankungsbreite ist, so viel Schwankungsbreite wie selten. Mal fließt sehr, sehr viel Geld in einer Woche in die Märkte, dann wird wieder sehr, sehr viel Geld abgezogen. Mal gibt es eine hohe Shortquote auf den Nasdaq, dann gibt es wieder eine hohe Longquote auf den Nasdaq im Future-Bereich. Also man ist hier unsicher, aber die Dickfische jedenfalls sagen nach außen hin, okay, die Zeit für Tech ist vorbei, und wenn Joe Biden gewinnen würde und dann eine Elizabeth Warren in entscheidende Funktion käme, dann kann ich mir vorstellen, wird es für die Tech-Aktien ein bisschen ungemütlich. Und nicht zufälligerweise sehen wir jetzt, nachdem wir praktisch 12 Monate in Folge Growth, also Tech-Aktien, haben outperformen sehen, die sind besser gelaufen als Value. Jetzt sehen wir, dass den 2. Monat in Folge die Value-Aktien besser gelaufen sind. Das zeigt schon, aha, da scheint sich ein neuer Trend auszubilden. Wir waren ja sehr, sehr lange, eigentlich seit Mitte 2019, Mitte Herbst 2019 gab es Tech hat immer outperformed, Value underperformed. Das wird jetzt anders. Ist aber auch gekoppelt an die Stimulus-Hoffnung, etwa Investitionen in Infrastruktur, dass die Leute konsumieren etc. Damit also diese Value-Aktien wirklich steigen können, braucht es einen größeren Stimulus. Aber jetzt haben wir einen ziemlichen Gegenwind nach der Wahl, denn wir haben große Unemployment-Programs, also praktisch Arbeitslosenprogramme, die derzeit noch laufen, die werden auslaufen. Wir werden zum Beispiel auslaufende Schutzmaßnahmen sehen für Renters, also für Leute, die mieten. Wir sehen, dass viele Dinge jetzt sozusagen außer Kraft gesetzt werden, bald nach der Wahl, die vor allem Zwangsversteigerungen verhindert haben, etc. etc. Das heißt, der ökonomische Schmerz kommt jetzt, wenn nicht
neue Maßnahmen, neue Schutzmaßnahmen wieder ergriffen werden, dann sieht es für viele schlecht aus. 40% der Restaurants könnten schließen, 66% der Hotels, 2/3. Donald Trump ist ja auch ein Hotelbesitzer und hat da schon ein paar Millionchen aus seiner Wahlkampfkasse praktisch zurücküberwiesen in seine Firma und gesagt, naja, da haben wir sozusagen die Hotels in Anspruch genommen. Also da ist vielleicht eine gewisse Klammheit auch in der Kasse. Das ist auch Trumps Problem so ein bisschen, dass er sehr viel weniger Geld zur Verfügung hat als Joe Biden. Das hat er sich anders vorgestellt. Jedenfalls sehen wir, dass 1 Million Travel-Jobs, also Reisejobs, im Risiko sind. Da kommen jetzt wirklich Schwierigkeiten. Wenn da nicht eine klare Lösung kommt, wenn nicht neue Schutzmaßnahmen ergriffen werden, sieht das ein bisschen problematisch aus. Und problematisch auch die türkische Lira, wieder mal ein neues Allzeit-Tief heute. Dollar, türkische Lira bei 8,43. Wenn wir uns anschauen, wir haben jetzt in diesem Jahr schon 29% verloren. Das ist eine Menge Holz. Das ist ein Abwärtstrend, der massiv ist. Auch bedingt dadurch, dass die Märkte doch erwarten scheinbar, dass Joe Biden gewinnt und dann Sanktionen gegen die Türkei deutlich wahrscheinlicher wären. Die Türken ja unter Druck in diesem Konflikt Aserbaidschan-Armenien sehr stark auf aserbaidschanischer Seite. Das gefällt den Franzosen nicht, das gefällt den Russen auch nicht. Da hat man schon ein bisschen Druck. Die Franzosen werden jetzt versuchen, praktisch, oder es ist sehr wahrscheinlich, dass sie versuchen werden, diese Beitrittsverhandlungen zur EU endgültig ad acta zu legen. Also da ist viel, viel Druck auf der Pipeline. Das könnte noch ein ungutes Ende nehmen. Möglicherweise sehen wir hier den ersten Kollaps eines Landes, wenn diese massive Abwertung so weitergeht. Denn da steigen Verbindlichkeiten von Dollarschuldnern in der Türkei, die irgendwann zu einer Massenpleitewelle führen dürften. Werden wir eine Massenpleitewelle sehen, bald in den USA? Das ist die große Frage. In Deutschland werden wir sehen, was dieser Lockdown jetzt an Schäden verursachen wird. Jedenfalls ist diese Wahl nach meiner Auffassung tendenziell schon in Richtung Biden gerichtet, eben weil die Republikaner jetzt zwar bedingungslos hinter Trump stehen, aber die Demokraten eben ganz anders motiviert sind als 2016. Dazu kommt der demografische Faktor, der sozusagen auch für die Demokraten spricht. Aber wir werden sehen, was dabei entsteht. Jedenfalls wäre für die Märkte das Beste eine ziemlich klare Angelegenheit. Und es deutet sich an, dass es vielleicht nicht ganz so klar wird, wie viele erhoffen. Und dann haben wir möglicherweise noch Tage oder Wochen nach der Wahl eine ziemliche Konfusion. Wir werden sehen, ab morgen wird es richtig heiß. Dann kommt die Fed am Donnerstag, dann kommen die Arbeitsmarktdaten am Freitag. Da wird dann richtig Action sein. Ich wünsche jetzt erstmal einen schönen Feierabend und sage Servus und Ciao.